Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Odins 4. So, meine Lieben, hier befindet sich der geheime Raum. Und zwar muss man sich hier hinstellen. War das doch irgendwo? Hier. Man muss sich hier hinstellen und nach oben drücken. Und dann X drücken. Sehr schön. Und dann öffnet sich da ein Weg. Und das ist natürlich gut, denn dann können wir das hier jetzt noch kaputt machen. Und dann kommt man in eine Kampfzone. Wer hätte das denn gedacht? Niemand hätte das gedacht. Och Gottchen. Also, dass ich jetzt hier nochmal kämpfen muss, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Oh, geht weg, geht weg, geht weg. Ja, super. Ausgerechnet dann macht sie den Schlag, wenn niemand in der Nähe ist. So, stirb! Na, geht doch. So, da hinten ist noch ein Nest. Das muss ich auch mal eben platt machen. Oh, jetzt kommen auch noch Kobolde. So, das ist auch platt gemacht. Und die werden jetzt auch noch alle platt gemacht. Sehr gut. So. Ich hoffe, das war's jetzt. Hui. Wer hätte gedacht, dass wir hier tatsächlich nochmal kämpfen müssen? So. Wir haben die versteckte Fähigkeit gefunden. Und das ist die Meisterkette. Eine passive Fähigkeit. Sehr schön. Dann werden wir die auf jeden Fall schon mal erhöhen. Ich denke, das ist ganz gut. So, haben wir das also auch gemacht, dann können wir jetzt in aller Seelenruhe zum Boss gehen. Sehr schön. So, achso ja, Kiste vorher noch schnappen, Geld noch schnappen. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Achso. Hier oben sind wir jetzt. Alles gut. Moment, das heben wir noch alles auf. Das auch. Und dann ab raus hier. So, und da hinten ist schon der Boss. Der wartet auf uns. Ich habe, wie gesagt, schon mal alles vorbereitet. Habe schon mal alles kaputt gemacht und so weiter und so fort. Bin Level 35 jetzt schon mit ihr. Oh, Moment. Nee, ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Ich will noch mal eben ein paar Heiltränke kaufen. Einfach zur Sicherheit. Ich hoffe, der hat Heiltränke. Ja, hat er. So. Ein paar Heiltränke gekauft, weil ich nämlich verdammt viel Heilung immer für sie brauche. Und deswegen sollte ich immer welche dabei haben. Ich bin hier nämlich auch schon rumgerannt und hatte gar keinen Heiltrank mehr. War nicht besonders gut. So. Okay, wir sind fast da. Und dann bin ich gespannt. Wir haben, soweit ich das jetzt gesehen habe, anscheinend ist es so, das hier ist natürlich für den Gebietsabschluss. Also wenn wir den Boss gemacht haben, dann kriegen wir das. Das würde ja vielleicht bedeuten, dass hier diese drei aus einem anderen Gebiet stammen und dann diese drei hier aber nochmal aus einem anderen Gebiet stammen. Das heißt, wir hätten im Grunde dann noch zwei Gebiete vor uns. Aber wir werden ja sehen, wie es ist. Gwendolin-sama, o hakobi itashimashita. さあ、ここにはもう足だけだ。出てくるのだ。気づいていたのね。無事な姿を見られて嬉しいぞ、ベルベット。そのアンドが本心からなら、あなたの心を思んばかった娘に罰を与えるはずはない。グエンドリンを気に病んだか。王が国宝を犯したものを罰さぬわけにはいかぬだろう。 それでも人の親だというのか、あなたは。まさしくそやつの本性よ。
ボロクズのようなこの資料がバレンタイン王だと申したか。王団員、お前ほど低劣な男はおらぬが、ブレイに関してはどうこしておるな。あの人を奪った小殺しの悪魔に礼儀はいるまい。悪魔はその通りだ。この手で最愛の宝を握りつぶした。 消える声が通るあの首を、この指で締めて。お母様。ついにも濡れるようにと、世がどれほどあれに愛を注いだか、わかるか。そうせずにはおられなかった、この憤りが。あの子はこの老いぼれの全てだった。皆は小殺しの王刀の罵り、 大黒を蛇だと恐れる。今日と、そうだとも、穏やかな心などを見失った。お前が娘と共に奪ったのだ。あの人の恨みならこちらにある。未練がましくこの世にさまよう、その乾いた骨をオデットに叩き返してくれる。あの戦争の続きをここでやるのかね？ いいだろう。思う存分にやろうぞ。のう、ベルベット。何？震えなくともよい。お前が昔通り従順なら、地下に隠れる者たちは平和に暮らせるじゃろ。見ろ、この男がお前と世の敵だ、ベルベット。憎いはずだ。 Und schon wieder müssen wir gegen Odin kämpfen. Das überrascht mich allerdings jetzt so ein bisschen, muss ich gestehen. Ich hätte eher gedacht, dass wir gegen den Alten kämpfen müssen, also gegen ihren Großvater halt. Und nicht gegen den König Odin hier. Aber naja, ist ja nicht schlimm. Kämpfen wir halt gegen den König. Ja, doch. Nee, Fürsten ist er. Er ist ein Dämonenfürst. So, jetzt habe ich es auf die Reihe gekriegt. So, ich tänzle hier so durch die Gegend. Auf damit. Habe ich eigentlich irgendwas Tolles? Nö. Unsichtbarkeitstrank habe ich. Aber der nützt mir nicht so viel. Ich kann ihn dann nämlich auch nicht mehr treffen, leider. Oh, aber ich könnte das da drauf schmeißen. Oh mein Gott. Er hat mich getroffen. Was wollen eigentlich diese doofen Frösche hier ständig? Meine Güte. Wow, das war mal ein guter Angriff. Wow, okay, ganz viel Feuer drauf. Ganz viel Feuer drauf. Er wollte ein Antidot benutzen. So ein Sack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt kommt er mir mit der Kugel. Auch das noch. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir tänzeln davon. Moment. Warte kurz. Ich habe hier noch was für dich. Zack. Boah.
ist verdammt schwierig hier. Okay, wir schaffen's. Er ist fast runtergekloppt hier. Au, au, au. Nicht so doll. Bitte. Tu mir nicht weh, Mann. Alter Mann. Och, wieso hüpfe ich denn da noch direkt rein? Komm. Das muss doch jetzt... Der muss doch jetzt sterben. Wieso wird das da nicht weniger? Komm schon, stirb. Bitte. Wieso nicht? Okay, wartet. Ich nehme noch mal einen Trank. Na endlich. Jetzt, wo ich noch mal einen Trank genommen habe, ja? Da stirbt er dann endlich. Schweinerei. ならば引導を渡してくれよ。世の宝を貴めとった罪の清算を。やめてほしいさま。この期に及んで何の真似だベルベット。寄ってくるのを待っていたぞ。さあ、ベルベットも下がるのだ。貴様、やられたふりを。 どうかな。サイファーを食らって無事で済むものはおるまい。だがお前をこのまま握りつぶす力はこの腕に残しているぞ。尊いあの人の命を奪った恨みを晴らさせてもらおうか。あれは世にも尊い娘。天が作りたもうた人の姿であれほど高貴な女があろうか。 そのように愛していながらどうして手にかけた。お前への愛が全てだと言い放つなら、あれが世に誓った愛など偽りになろう。それが死に値するほどの罪だと申すか。苦しみの底に追い込んでやった。それなのにあやつはどうして世に呪いの言葉を吐きかけなんだ。どうして 世に天の罰を求めなかった。見よ、死の運命を知りながらあれは世の救いを天に祈っていた。この苦しみの癒しを願っていたのだ。それはお母様の手記。怒りに目がくらんで 何と愚かな性能か。助けてやることもできたのに、この手で葬ったのだ。さあ打ちつけろ王大、欠片も残さぬほどに。余が愛するアホーメを殺した。ああ、この心を引き裂かぬ限り 癒しなどありはしない。その口から語る愛のなんと虚ろな響きよ。行って英語を苦しみ続けるがいい。 どの国にも王が定めた法がある。 法は何者にも犯すことができぬ。たとえ王の娘であっても。あなたもおじい様と同じ。失ってその宝の価値を知るのでしょう。あなたを愛するのが誰なのか。これ以上悪いようにはせぬ。もう心配するな。 グエンドリン、私の妹。あなたがこれ以上辛い目に遭わぬよう、あなたの優しい心を向けるに値するものに出会えるよう、今は祈るしかできない。
Archiveintrag wurde ergänzt. Mutters Notiz. Mein geliebter Sohn, mir wertvoller als das Leben selbst, deine Mutter vergibt dir. Meine Tochter, mach dich bedenkenlos auf und möge meine Liebe dir Mut spenden. Mein Vater, die Liebe deiner Tochter bleibt unverändert. An dich, der Welt solch großen Schaden zufügen wird. Ich bete darum, dass deine Seele gesunden möge. No. Das Schicksal Prinzessin Annikas. Als der König herausfand, dass Prinzessin Annika vaterlose Zwillinge gebar, wurde sie mit ihren Kindern in der Valentinischen Villa gemeinsam mit mir, ihrer Dienerin, weggesperrt. Dennoch war das Leben fernab der königlichen und politischen Verpflichtungen ruhig. Abgesehen von den Wachen war es der perfekte Ort, um Kinder großzuziehen. Aber der Frieden währte nicht lange. Als der König die Identität des Vaters der Zwillinge erfuhr, wurde er zornig und schickte Männer, um die Prinzessin zurückzuholen. Ihre Rückkehr konnte nur ihr Todesurteil bedeuten. Aber selbst zu diesem Zeitpunkt blieb sie tapfer. Sie sagte, dass sie diese Zukunft prophezeit hätte. Nichtsdestotrotz zweifelte sie nicht, sondern akzeptierte ihr Schicksal und genoss die Zeit, die ihr noch blieb. Sie vertraute mir ihre Kinder an und stieg in die Kutsche, die bereit stand, nachdem sie ihre letzten tröstenden Worte gesprochen hatte. Ein Teil der Aufzeichnungen der Dienerin von Prinzessin Annika von Valentin. Ihr wurde nachgesagt, sie könne die Zukunft voraussehen und genoss hohes Ansehen beim Volk. Dennoch wurde sie als Rebellin hingerichtet. Boah, das ist grausam. Kreiselblut. Schleudert den Gegner mit Peitsche und Feuer großflächige Wirbelangriffe entgegen. Aha. Hauptstadt von Titania, Schlüssel über der Leiter. Belohnung für Gebietsabschluss Titania, das bedeutet, eins kommt dann danach noch. Okay, ja super, dann würde ich sagen, wir machen direkt weiter. Wir speichern hier eben noch schnell. Dann haben wir das auch gemacht. Und dann geht's weiter auf jeden Fall. Obwohl, ich könnte im Pukastädtchen noch mal was essen vielleicht. Naja, mal gucken. Vielleicht esse ich auch noch schnell was. Hallo. So, was gibt's denn hier? Steak Tartar. Oh, wir haben gar nicht so viel. Ich glaube, ich nehme das Steak Tartar. Nehmen wir das. Essen wir das bis zum Umfallen. So, nochmal Steak Tartar. Und nochmal. So, und dann war es das auch schon wieder. Ich glaube, dann können wir nur noch auf der anderen... Ah nee, wir können es nochmal essen. Alles klar. Dann nochmal rein damit. Lecker Steak Tartar. So, Stufe 38. Jetzt könnten wir noch Gnocchis essen, aber ich glaube, das spare ich mir mal lieber. Dann werde ich das Geld lieber noch ein bisschen aufheben. So, und dann geht's weiter. Ja, dich lasse ich mal da, wo du bist. Und dann auf ins nächste Gebiet, und zwar Titania, Hintergassen der Hauptstadt. Miris. それでは私は古城へグエンドリン様のおそばに参ります。あの子をお願いね。もちろんです。あの方を守ってみせますわ。気をつけて。 あなたもまた彼らが来るかもしれない。大丈夫よ、心配しないで。彼らとは何かあったのですか？ベルベット様がおられない間に再びゴブリンたちがやってきて町にあるコインを奪われたのです。おじい様の仕業だ。でも大丈夫です。 背中に剣を携えたあの方がコインを取り戻してくれました。
あのこと。タイタニアが故郷だそうで、戻って行かれました。タイタニアへ。その方の名は、何とおっしゃったかしら。コルネリウスというお名前です。とても強い方ですよ。コルネリウス様ですって。まさか、コルネリウス様にプーカの呪いが。変身の書のちぎられた項目。イングヴィはここに来てないのですか。王子様はあれから全くお見かけしておりませんわ。タイタニア、コルネリウス様。Aha, so hat sie also herausgefunden, dass Cornelius ein Puka ist. So, eile zu Titanias Schloss und triff Cornelius. Okay, das kriegen wir bestimmt hin. Ich würde sagen, die erste Kampfzone machen wir jetzt noch zusammen. Ich hoffe, wir überleben das irgendwie. Und dann gucken wir mal weiter. Wow, das war ein schöner Angriff. Auf jeden Fall. Perfekt. Sehr gut. So, das war's auch. Sehr schön. Hat doch ganz gut geklappt, aber ich glaube, ich muss mir nochmal die ganzen Fähigkeiten von ihr angucken und dann eventuell nochmal ein bisschen umstrukturieren oder so. Müssen wir mal schauen. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal wieder einen Cut und wir sehen uns dann in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi.